Rosen winterfest machen. Das soll nicht bedeuten, dass wir die Rosen zum Winter hin runterschneiden. Wenn die Rosen aufgehört haben zu blühen, schneidet man erstmal nur die oberen Stückchen der Halme ab, damit das Verblühte im Garten nicht unschön dasteht. Dennoch zieht die Wurzel aus den Halmen den Saft zurück. Rosen werden im Frühjahr geschnitten, und zwar nach dem letzten Frost. Man kann sich das gut merken. Wenn die Forsythien anfangen zu blühen, dann werden die Rosen runtergeschnitten. Doch damit sie gut durch den Winter kommen, sollte man einige Vorkehrungen treffen. Dazu nehme ich nicht ganz durchkompostierte Erde und Tannenzweige. Ich beginne damit, die Erde, die um der Rose herum ist, anzuhäufeln. Dazu muss ich sie erst einmal auflockern. Das schadet der Rose nichts, denn die Rose ist ein Tiefwurzler. Die Wurzeln der Rose gehen ganz tief in die Erde hinein. Jetzt fülle ich auf den Rosenballen die Erde der schlecht kompostierten Mischung, die ich gekauft habe. Über den Winter wird diese Erde noch ein wenig kompostieren. Im Frühjahr brauche ich diese einfach nur, um diese Rose herum zu verteilen, und sie gibt ihr zusätzliche Nährstoffe. Jetzt schneide ich mir aus den Tannenzweigen ein paar zurecht, die um die Rose kommen sollen. Ich achte darauf, dass eine Spitze vorhanden ist, denn diese werde ich in die frisch aufgehäufte Erde hineinstecken, dass so ein Kleid um die Rose entsteht. Nun geht das ans Eingemachte. Wollen wir mal ran. Das Tannenkleid bietet der Rose, also sprich dem Wurzelwerk und den unteren kräftigen Halm, Schutz gegen den Frost. Rosen werden zweimal im Jahr geschnitten. Zum Spätherbst oder zum Winter hin schneidet man nur die Triebe ab, die unschön aussehen. Und das Ganze auch dann, wenn sie schon verblüht sind. Zum Frühjahr hin wird sie noch einmal ein Stückchen weiter runtergedrückt, sonst wächst diese ins Unermessliche. Solange wie die Rosen blühen, sollte man sie nicht schneiden und sich lieber an ihren Äußeren erfreuen. Erst wenn diese verblüht ist, schneidet man sie hier an dieser Gabelung ab. Der Runterschnitt erfolgt dann im Frühjahr. Auf dieser Höhe hier. Hier kann man erkennen, wo die Rose im letzten Frühjahr ihren Schnitt bekam. Doch jetzt werde ich mich erstmal darum kümmern, dass auch die anderen Rosen ihr Winterkleid bekommen. Von der Natur, für die Natur, euer New Wonder.